Ja, moin. Da sind wir wieder. Zuweil wegen der Aftermath. Mal gucken, was heute wird. Ja, denn. Guck mal, nicht voll verkackt. Mal gucken, was das heute wird. Gerade festgestellt hier an meinem Mikrofon. Das jackelt ganz schön. Ich glaube, ich muss das mal bei Gelegenheit ein bisschen fester schrauben. So, können wir mal hingehen, Musik benutzen. Audio? Nee, Audio nicht. Doch, Audio. Einstellungen, Audio. Ach, habe ich ausgeschalten, alles klar. Fortsetzen. Radio. War das? So. Weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich war. Werkzeug. Bauen wir eine Insektenfarm. Bauen wir ein Feldhospital, okay. Die sammeln alle fröhlich. Genau, die sammeln da die Verschmutzung weg. Große Windturbine läuft auch wunderbar. Die produzieren auch. Hier oben habe ich zwei Werkzeugläden, okay. Und beide haben nichts. Also muss ich irgendwie Metall ranorganisieren. Erstmal testen, ob mein Chat funktioniert. Jupp, scheint zu klappen. Gut. Die sammeln alle noch Punkte, okay. Feldhospital fertiggestellt. Lagerstätte leer, Plastik aufgebraucht. Okay. Wo haben wir denn noch in der Nähe Plaste? Da vorne? Okay. Dann latscht er jetzt dahin. Klamotten haben wir jetzt eigentlich auch genug. Zementmine aufgebraucht.
Rest da ist da noch. Da ist noch was genug. Gut. Denn. What? Was ich nicht verstehe, vorher steht hier Verteidigung 0, Angriff 10. Wenn ich raufgehe, hat er Angriff 10 und Verteidigung 3. Das ist merkwürdig. Spionage want ich. Spionagier mal. Hier schön, okay. Ich kann bloß plündern. So viel Forschung hier. Lieber was aufdecken. Das ist eine Forscherin. Okay. Check das mal aus. Zwei lohnt sich gar nicht. Kann er sich mal auf den Rückweg machen, der hat ja schon einen Haufen Zeug bei. Aber Metall, ich brauche Metall. Sojabohnen habe ich ja jetzt einen Haufen. So kriegen wir wieder drei Leute frei. Wir haben schon 1400 Sojabohnen. Ich gar nicht mehr wohin damit. So langsam aber sicher. Arbeitet der Förster hier überhaupt? Hier extra kaum was. Eine Zementruine aufgebraucht, okay. Ja, viel mehr gibt es hier auch nicht, ne? Da gibt noch mal Schrott. Ich glaube, da sammeln die schon, ne? Ja, 24. Hier hinten noch irgendwo Schrott. 72, okay. Ja, ein bisschen Metall haben wir noch.
kann ich denn? Ah, dickes Geschäft, ein beladener Wagen erwartet dich an der Tür. Haben wir gar nichts von. Tut mir leid. Haben wir nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Ah, ich wollte gerade checken, was ich noch so bauen kann. Zweigeschossiges Haus, Haus. Kostet 12 Metall und passen 3 Leute rein. Hier kostet 20 Metall, passen 6 Leute rein. Kostet 14 Metall, passen 8 Leute rein. Bretter sind aufgebraucht. Okay. Allgemeines Lager haben wir. Insektenfarm wird gebaut. Wasserturm habe ich. Werkstattschneider, Werkzeugladen, ja, haben wir auch alles. Umweltstation habe ich, Feldhospital habe ich. Handelszentrum habe ich. Straßenlaternen könnte ich bauen, kostet halt einen Strom. Kostet doch so viel Metall. Aber wo kommt sie eigentlich her? Muss ich extra den Umweg jetzt laufen? Da unten komme ich nicht lang. Okay. Dann kann sie ja noch was zu essen mitnehmen, ne? Echt ein Essen. Den liegen noch da. Kannst denn hier noch spionieren? Kannst da noch spionieren? Dass erstmal alles aufgedeckt wird. Du kannst. Da ist einer und verteidigt. Du kannst denn hier spionieren? Check it out. Komponenten. Idoki. Wo kommst du mal dichter? So. Hey, wir haben endlich eine Insektenfarm. Schade, dass man aus den vielen Sojabohnen nichts machen kann. Hey, du arbeitest im Schurfzug und stehst hier rum und hast Spaß. Zack, zack, ran an die Arbeit.
Na, dann können wir das ja aktiv schalten. Jemanden reinsetzen. In 2 Tagen kommt das. Wir ernten nur noch die letzten Sojabohnen. Nahrungsmittel. Neue Leute. Na klar, kommt her. 2 Kolonisten sind obdachlos. Eieiei. Ja, wir haben es gerade nicht so dicke mit den Metall. Nun, das hat doch geblinkt. Haben wir nicht einen mehr gekriegt? Blinkt immer noch. Ach, hier kann man scrollen. Was kannst du denn? Forschung 4. Naja, besser als nichts, ne? Wo haben wir denn hier Forschung? Hier hinten war doch irgendwo Forschung, ne? Genau. Geh mal in die Richtung schon mal los. Aber 1 Feuerkraft ist natürlich total schlecht. Nur Mehlwürmer. Aber jetzt soll uns das nicht nochmal passieren. Wir machen jetzt... Ach Gottchen, hätte ich die mal nicht abgerissen. Da steht noch eins. Da steht noch eins. Da ist das Hospital. Ich werde zur Sicherheit, glaube ich, hier noch eins bauen. Du holst Essen. Du spionierst. Moin, Down for Weed. Willkommen. Spionage. Das aus. Du da läufst rein. Und mehr haben wir nicht. Wir hauen mal das auf Priorität. Das Haus ist zwar auch wichtig, aber. Genau, baut das. Das ist wichtig. Noch ein Schürfzug.
Kein RP? Nee, ich glaube erstmal nicht. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht. Kein Bock auf den ganzen Tag Farmen. Oder die ganze Zeit. Dann spiele ich hier noch ein bisschen das Spiel. Gibt ja wohl gerade noch eine Diskussion. Ja, sicher, man muss nicht nur arbeiten, aber so am Stadtpark rumstehen, das habe ich noch nie so gemocht. Nun gibt es da gerade eine Diskussion, die Leute irgendwie Paycheck-Farmen machen. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob ich mit so Leuten Bock habe zu spielen. Die in Dienst gehen und dann so in Zivil irgendwo rumlaufen. Genau, haben wir wieder Werkzeug. Das sind schon mal ein paar mit Werkzeug beschäftigt. Fehlt wirklich viel Werkzeug. Ich sag mal so, der Charlie hat da erstmal eine Einreiseerlaubnis, hat genug Geld auch für so einen Führerschein, wenn es dann drauf ankommt. Aber erstmal irgendwie keine Lust. Vielleicht ändert sich die Situation ja in Zukunft ein bisschen und ich gucke vielleicht mal noch die Woche oder zum Wochenende noch mal rein. Check noch mal. Aber wenn die Werkstatt halt nichts zu tun hat oder alles voll besetzt ist, tja, dann ist das so, ne? Schauen wir mal, schauen wir mal. Ich denke mal, hier ist nicht mehr viel. Dann müsste ich hier eigentlich auch durch sein. Das ist dann so ein Endlosspiel. Also spätestens, wenn ich die Forschungen hier alle durch habe, kann man das Spiel als durchgespielt betrachten, ne? Erstmal. Das dauert aber noch ein bisschen. Es kommt ja bald die nächste Plage. Radioaktiver Niederschlag, da werden wir wieder einen Haufen Leute sterben. Mal gucken. Mensch, warum heilt ihr die denn nicht? Wenn ihr verletzt seid, geht doch zum Medizinzelt und lasst euch behandeln. Wir haben gerade Wasserproblem. Da ist nicht so gut. Wir stellen noch einen Brunnen hier hin. Vielleicht noch einen.
Wasserproblem ist immer nicht gut. Momentan schafft das ja der Wassertank auszugleichen. Holz hat sie schon in der Tasche, die schleppt da was weg. Da gibt's Essen. Wo spioniert das mal aus? Da gibt noch mal Forschung und ich glaube, dann ist das hier unten. Na gut, ein paar Sachen kann man noch erforschen. Müsste ich aber auch fast alles aufgedeckt haben. Da gibt Holz. Kannst das noch spionieren? Ach, schon wieder Banditen. Er kommt Richtung nach Hause. Muss doch langsam vorangehen hier mit dem Metall. Wir brauchen mehr Metall, als ich produziere. Die sind noch am Ernten, okay, der hat nichts mehr. Hallo Förster, sind Sie am Arbeiten? Ein paar Leute. Da brauche ich die Dinger. Tag, sammelt doch. Nehmen wir den Nuklearabfall weg. Wenn ich so viel Metall brauchen würde, so eine Metallmine wäre echt noch was Cooles. Noch irgendwo so viel Forschung da noch mal, okay. Aber wir latschen erstmal hier hin. So. Ist ja nicht mal weit. Gebaut. Gut, gut. Okay. Was
22, ja, so viel ist da auch nicht mehr drin. Auffällig gestellt. Ja, ja, Unterkünfte sind im Bau. Die ernten alle heldenhaft. Wasserbrunnen, dann haben wir schon mal mehr Produktion als Verbrauch. Ach ja. So, dann kann sie weiterlaufen zurück. Hier ist ja auch noch alles unerforscht. So, guck mal hier. What? Können Sie da noch ein bisschen sammeln? Der Verrückte liefert hier ab. Mehr haben wir gerade nicht. Schon 17 Mehlwürmer. Das Schöne ist, das wächst doch weiter, wenn jetzt gleich dieser Niederschlag kommt. Der radioaktive. Gib deine Mülldeponie. Na los. Zwei. Keiner von beiden trägt irgendwelche Fundstücke. Also zwei infizierte Kolonisten. Na toll. Hat nichts gebracht. Dann warten wir, bis der auf 100 ist wieder und dann schicken wir ihn wieder los irgendwo.
wahrscheinlich schon 6 Mann, die Metall sammeln und trotzdem wird das hier nichts. Seht zu. Auch das medizinische Zelt hier. Du läufst dahin. Kriegen wir das noch geerntet? Wahrscheinlich nicht. Ein Werkzeug. Das nächste ist im Bau. Und hier fehlt noch ein Metall. Ich könnte wetten, die Plage fängt an, bevor das fertig ist oder überhaupt angefangen wird zu bauen. Das Wohnhaus jetzt denn gebaut hier. Da fehlen nur noch ein Haufen. Infiziert, verletzt. Du kommst zurück nach Hause. Check it out. Deckst das auf? Hey, Forschung, cool. Deckst das auf? Plündert. Ist schon wieder voll. Cool. 5 gegen 5, das fetzt nicht. 5 gegen 6 fetzt auch nicht. Dann werden die da unten dann mal platt machen. Dreh ja durch. Ist fast viertel voll. Fertig. Habe ich gesagt. Wir schaffen es nicht mal fertig zu bauen. So, denn alles aufstocken. Obdachlose gibt es auch noch. Im sauren Regen ist das natürlich nicht so toll.
Jeder zweite hatte hier kein Werkzeug. Los, baut das Ding fertig. Kommt noch ein zweiter rein. Dafür bin ich hier hingelaufen. 85 fucking Forschung. Naja, was sollte. Klamotten wird auch gebaut. So, hier Strahlemann und Söhne, lass dich verarzten. Ist echt das Hospital hier oben? Tut nichts. Sechs Plätze, drei Leute. Hier habe ich zwei Plätze, zwei Leute. Könnte man so ein Hospital hier unten nur noch mal bauen, ne? Das wäre eine Maßnahme. Kann man Leute sparen? What? Spionieren? Nicht erreicht, okay. Nächster. Auch schon wieder ein Banditenversteck. Da haben Banditen überall lungern die rum. Tja, es war denn Pech, ne? Einer weniger. Das Lazarett, go, go, go. Holz kann ja auch nicht das Problem sein. 10 Kolonisten sind verstrahlt mit einmal. Natürlich. Na super. Mein Glück, den Bug haben sie noch nicht gefixt, ey. Ach, holt er sich was zu essen? Und geht schlafen. Okidoki.
Ein Kolonist hat etwas gefunden. Durchsuche den Wagen, klar. Zwei Kolonisten haben eine Strahlenkrankheit, zweimal Werkzeug und 8 Abfallstoffe. Okay. Die sterben bestimmt gleich alle wie die Fliegen, ey. Bau, bau, bau. Bau, bau, bau. Sich das Hospital oben hier tut nichts. Ist ja nicht so, dass da freie Plätze sind. Los, lauf da rein. Lasst euch behandeln. Was steht hier rum? Das Medical Center fertig. Schneller Schokomilch aufmachen in der Zeit. Wo habe ich mich an China-Nudeln überfressen vorhin? Ich fühle mich richtig elend. Leute. Sechs Leute können geheilt werden. Kommt alle her. Tut nichts. Warum laufen die nicht ins Feldhospital? Straight zurück nach Hause. Die hat eine richtig wertvolle Ladung bei. Guckst dich da mal um. Und du da, guckst dich hier mal um. Du da. Läufst dahin. Könnt wetten, die da sterben mir einige. Momentan gibt da gar nicht genug Behandlungsplätze, so viele wie hier verstrahlt sind. Alle Zelte laufen. Lungern sie vor den Behandlungszelten rum.
man die nicht strahlungsresistent züchten kann. Leute. Und Taurus ist fertig, okay. Jetzt sind wenigstens nicht mehr alle obdachlos. Sucht sie hier vom Feldhospital. Das ist voll die Notsituation und die machen Spielchen. Also es wäre ja zu einfach, ne? Wenn ich ab und zu mal irgendwas passieren würde. Ist bestimmt bald vorbei. Werden immer mehr Verstrahlte. Fast jeder, der außen rumläuft hier, ist verstrahlt. Du läufst dahin. Schneller, Doktor, schneller. Wollt ihr mich verarschen? Hängt hier bei 99 und dann geht's nicht weiter voran. Jetzt. Was ist hier? Ja, du arbeitest hier. Und du auch. Hier. Oh, er ist ja forschen um mich rum. Weg. Ihr habt nur einen Punkt. Dann geht auch noch einen Meter. Thank you.
Kolonist Thomas verstrahlt. Hm. Verdammt. Schon der erste Tod. Komme ich mit dem Heilen nicht hinterher. Wir wollen schon wieder ein Floß bauen. Wird das was? Nee. Nichts geworden. Umsonst losgeschickt. Der ist so verstrahlt und arbeitet im medizinischen Zelt. Hm. Alles am Verrecken. Der nächste Tod. Pelidopi. Können gar nicht so viel heilen, wie hier Leute verstrahlt werden. Vorrat an Kleidung geht zu Ende. Machen wir einen zweiten Schneider. Nächstes ist Sturm. Verdammt. Boah, Halleluja, heilt die Leute. Und zwar schnell. Der nächste verstrahlt und tot. Der nächste, drei. Jetzt sterben die alle nacheinander oder was? Könnt ihr doch nicht tun. Bleibt doch mal am Leben, solange ihr noch geheilt werdet. Noch jener tot. Spionage. Das Wort der Grund.
der noch Kleidung mitbringen. Wenn sie schon mal auf dem Rückweg ist. Mhm. Was machst du hier, wenn du im Werkzeugladen arbeitest? Hey, stehst du da so rum? Lass dich heilen. Wir haben doch genug Ärzte. Da ist der nächste tot. Aber mittlerweile ein paar. Ruhe. 13 Erwachsene, 13 Kinder. Die bringen sogar noch Werkzeug mit, nehmen wir. Mehr Leute ist immer gut. Hallo, wer bist du? Fünf Feuerkraft. Drei Plündern. Fünf Feuerkraft bringt jetzt auch nicht so mega viel. Gott, ich habe jetzt mehr Leute. Jetzt müssen wir ja wieder was bauen. Bauen wir so ein Wohnhaus für 8. Wenn 16 obdachlos sind, müssen wir 2 Wohnhäuser für 8 bauen. Könnte man auch so ein Kochhaus bauen, ne? Gut, nichts ausschlachten. Grabgrube ist voll, die hier. Okay, ausschlachten. Und dann essen ein Kochhaus. Kostet eigentlich kein Metall. Spielerinner verreckt, was ist denn das? Sterben hier wie die Fliegen. So ein Feldhospital hin. Der behandelt noch, der behandelt auch noch. Immer noch Strahlung hier überall. Nimmt nur sehr langsam ab. Bretter. Ja.
Waffenfabrik. Das ist eigentlich eine für Wissenschaft, aber die kann ja hier auch forschen. Aufdecken. Genau. Ruin erstmal eine auf der Mütze. Ich hab doch gerade. Dann kannst du das Klamottenzeug auch noch mitnehmen. Wie sie da schon rumsteht, ne? Tut nichts, ausschlachten. Tut nichts, ausschlachten. Beton. Beton wird ein Problem. Haben wir hier Beton? Nirgendwo. Nein. Hier ist Beton. Ein Bär erspäht. Die wollen schon wieder einen Bären jagen. Könnt wetten, die kriegen den wieder nicht. Gruppe kehrt zurück mit leeren Händen. Zwei Kolonisten verletzt. Warum wusste ich sowas? Kannst du noch mal Feuerkraft 5, okay? Machst du die nächste Runde platt? Grabgrube ist voll, das haben wir doch schon. Vorrat an Kleidung bringen wir mit. Jetzt schon wieder kein Holz mehr. Genau. Muhammad ist verletzt. Sammelt bald mal jemand den Toten hier ein? Aha. Gibt ja bestimmt bald ein Haus. Wen haben wir denn hier? Why not? 300 Forschung. Noch was? Nee. Würzen von 20, die ist auch bald voll, die Grabgrube. Mhm.
Hä? Sojabohnen geht auch. Ich hätte es nicht gedacht. Offenbar geht das auch. Könnten wir noch einen Futtertrog bauen. Noch ein Kochhaus. Vielleicht daneben stellen. Check it out, was ist hier? Eine böse Banditenfestung, okay. Die Bretter, das lohnt sich ja voll, ey. Fucking Bretter, ey. Du da, auf dem Weg nach Hause, go. Ich jetzt nicht gedacht, dass Sojabohnen noch funktionieren. Welthospital fertig. War das? Nee, ich habe hier unten eins gebaut, ne? Stellen wir noch ein paar Leute ein. Ja, wobei, so viele haben wir gar nicht. Nehmen wir hier noch einen raus. 22 Träger ist besser als nichts. Nehmen wir hier auch noch einen raus. Immer noch alles verstrahlt. Wahrscheinlich hat der letzte Patch mehr kaputt gemacht als heil. Und zwar hat nicht so lange, dass das Zeug noch verstrahlt ist. Da gab es ja einen Patch oder sogar zwei, glaube ich. Du haust dem auf die Nase. Bumm. Baumaterial nicht ausreichend. Ach so, shit. Cheat. Mit dir hier ist leer. Weil hier noch irgendwo was. Das ist gleich fertig, also 8 von den 14, die haben gleich. Ach, über den Kopf. Ja.
40. 40 ist nicht mehr so gut. 40 heißt bald RIP. 558. Reicht das noch für irgendwas? 350. Nee. Nun können wir ein Prognosezentrum bauen oder ein Radar. Kostet 30 Energie, was? Was? Frisst doch alle, ey. Vor allem, was hier so viel Energie verbraucht, das würde mich mal interessieren. 4, die. Gewächshaus auch 4. Insektenfarm 12. Da doch 4. Ja, was wollte ich? Zwei gegen drei, zwei gegen fünf, das ist alles nicht so optimal. Banditenlager. Gibt's Essen? Die sind so stark, die Banditen, die krieg nicht kaputt. Fünf gegen fünf. Fünf gegen drei, das könnte klappen. Fünf gegen sechs. Fünf gegen vier, das könnte wieder klappen. Da laufen wir mal in die Richtung. Mal noch hin. Nee. Dadurch, dass warten, bis die Katastrophe zu Ende ist. Ich glaube, das haben sie kaputt gepatcht, weil die Katastrophe ist schon längst zu Ende. Jetzt habe ich keine Nahrungsproduktion mehr. Na, ganz toll. Na, richtig ganz toll. Kolonisten wollen reden. Ach, Kleidung, 5 Teile. Diesmal hat es wenigstens mal was gebracht. Kann ich immer alles schiefgehen.
Ja, hätte ich gewusst, dass die Sojabohnen noch Nahrung bringen. Wie schon wieder ein Obdachloser. Die Wechshaus, das bringt auch wieder. Kostet doch wieder so viel Metall. Teil haben wir nicht. Teil brauchen wir, um Werkzeug zu bauen. Gut, haben wir schon wieder ein bisschen mehr. 349, 350 brauche ich. Ah, da gibt es auch bloß mehr Wasser. Brot, Mühle und Bäckerei, Kochausbildung. Köche, aha, interessant. Brauche ich gar nicht so viele Kochhäuser. Da ist dann einfach der Trick, zwei neue zu bauen, ne? Sollten die ja nicht verseucht sein. Werkzeug fehlt. Was ist das? Windturbine, Reparatur. Gut. Na komm, wenn du hier schon vorbeilatscht, dann kannst du gleich Beton mitbringen. Dann liegen noch 11 Beton rum. Ach, ich kann ja die nächste noch machen. Brauche ich das überhaupt? Spionage, I want Spionage. 20 Komponenten.
Die kriegt er nicht weggeboxt, die kriegt er auch nicht weggeboxt. 6 3. Das sieht schon besser aus. Bau, bau, bau. Nein, kurz angreifen. Ja, 2 neue Felder angelegt und schon sollte das wieder gehen. Das ist denn der Hack, womit man die Bugs umgeht. Großes Feld fertiggestellt. Immer noch verseucht. Kann ich da nicht Sojabohnen ansehen? Reis zum Pflanzen. Wie hast du Forschung 4? Hm. Der hat hier bald weg. Das Haus hier ist auch fertig. 2 Kolonisten sind obdachlos. Nuklearabfall aufgebraucht. Wunderbar. Dann machen wir eine neue Arbeitszone. Das hier. So, ja. Obwohl das verseucht ist, pflanzen die, okay. Check mal das aus. Ja, zu gefährlich. Hier unten haben wir schon alles. Ja. Kannst du denn 3 Feuerkraft? 4, das bringt überhaupt nichts. 4. Überhaupt nicht. Die genauso stark sind, dann bringt das nichts. 4 gegen 6.
viel. So. 2 gegen 5. Bringt überhaupt nichts. Ja, wie ich schon sagte, irgendwie ist hier immer noch Strahlung. Also der Effekt mit der Strahlung, der hat gar nicht aufgehört, nachdem das Ereignis vorbei war. Können wir erstmal Zeug kochen lassen. Schon wieder einen halben Liter Schokomilch ausgesoffen nebenbei. Irgendwie bin ich geredert, ey. 16 Uhr, 18.54 Uhr. Ich fühle mich, als ob da 22 Uhr schon ist. Hau ihn weg. Tumult am Tor, hört sich an wie eine Party. Party plus 15 Wild. Die Kolonisten haben sich zwar infiziert, aber naja. Passiert. Auf einer wilden Party. Produziert ihr denn hier wenigstens? Irgendwie auch nicht, ne? Müssen sie denn noch mal patchen? Nein! Warte, ist doch nur 40. Na toll. Ist er verreckt. Was für alles Metall habe ich doch nicht. Ist schon wieder minus 2. Wo verbrauchen die hier alle so viel Wasser? Thank you.
Kleine Zementruine aufgebraucht. Nein. Zement wird langsam knapp. Muss ich sehen, ob ich das irgendwie gehandelt kriege, vielleicht. What? Wissenschaft. Die hat noch 80. Aber die hat bloß ein Feuerkraft. Na, mal probieren. Ob die das denn durchziehen kann. Oben noch ein Haus. Hilft ja alles nichts. Schade, dass man da nicht irgendwas trainieren kann. Hat der denn vielleicht mal stärker wird als 5 oder so? Weil so komme ich ja an die gar nicht ran, an die anderen Banditen. Die sieht doch schon ein bisschen beschädigt aus. Gegen 4. Okay. Könnte funktionieren. Die kochen fröhlich vor sich hin. Wächst denn hier schon was? Anpflanzen. Anpflanzen. Kochen fröhlich. Fahren wir mal wieder auf Notbesetzung runter. Machen wir ein paar mehr Träger. Die ist gleich leer, die Grube.
Die auch. Haben wir bald verkackt, dass wir kein Metall mehr haben. Eins von 79. Wasserbrunnen fertiggestellt. 108. Ein Glück, ich hatte hier noch Lager stehen. Ein paar Wassertürme hatte ich das noch auffangen konnte, wenn nicht mal weniger Produktion war als Verbrauch. Boah, vielleicht bin ich auch so müde wegen der Musik. Ah, ich wundere mich gerade, was im Hintergrund so brummt, aber meine Waschmaschine ist am Schleudern. Ich dachte schon, der PC brummt so. Jo, da geht's schon weiter. Why not? Jemand sollte sie doch kämpfen hier. Die drei, den da. Lebt sie noch? Ja. Vielleicht wird das noch mehr mit den Patchen, denn das ist ja auch noch Early Access, das Spiel. Umherziehender Händler. Drei Werkzeug. Machen wir. Take
Das wird wohl nie ein Ende nehmen hier. Die Verseuchung. Zementmine ist aufgebraucht. Allein das Metall ist dann schon der Genickbruch, wenn ich jetzt kein Metall mehr habe. Wenn das hier noch vier sind und das andere noch einer. Dann ist das schon RIP. Aha. Was? Verstarb bei einer Infektion? Bringt doch nichts, wenn man sich das hier angucken kann, ne? Wenn man die nicht irgendwo fest einsetzen kann. Ist das schon doof? Abladen. So viele tolle Sachen mitgebracht. Vier gegen sechs, vier gegen drei. Time. 40, das könnte knapp werden, ne? Verteidigung 3. Ach, Risiko, probieren kann man. 599. Er hatte doch vorhin noch nicht 6. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Umgehauen. Lieb.
Kleidung, na toll. Gucken, ob wir noch forschen können. Wissenschaft. Delikatessen. Schalten wir mal Delikatessen frei. Müsste denn Brot sein, ne? Mühle und Bäckerei. Ja, das ist wahrscheinlich verbuggt. Wenn man sich das so ankickt, sieht es noch verstrahlt aus, aber eigentlich ist schon Ertrag drin. Bugs, Bugs, Bugs. Ich bin der Meinung, so großartig viel mehr Spielcontent wird jetzt hier auch nicht kommen. Ne? Also ich habe fast alles freigeschalten. Wenn Metall geht zur Neige, wenn das letzte Metall aufgebraucht ist. Ja. Dann bin ich am Arsch. Den können wir jetzt noch mal rüberlegen, die Arbeitszone zu dem hier hinten. Hat drei Abbaustellen auf einen Metallhaufen sich stürzen können, aber danach ist finito. Wenn das abgebaut ist. Die Hälfte rennt hier ohne Werkzeug rum. Bringt nun nicht so viel. Ich kann ja noch mal probieren, da reinzulaufen. Tot. Erster Eindruck vom Spiel, naja. Wie der Streamtitel sagt, ich zocke jetzt hier schon ein paar Tage dran. Ist ganz in Ordnung, sage ich mal. Verteile mal ein paar Twitch Prime Geschenke, die hier ein paar Leute gelassen haben. Wer es möchte, nimmt es sich, wer nicht, der nicht. Ja, also ist ganz okay. Kostet ja auch plus 20 Euro, ne? Also kann man sich antun. Aber ist halt noch in Entwicklung und das merkt man auch. Zum Beispiel haben sie sich jetzt mit dem letzten Patch einen Fehler reingeholt.
dass hier die Felder aussehen, als ob sie noch verstrahlt sind, aber in Wirklichkeit produzieren sie schon wieder Ertrag und so, ne? Also, und ein bisschen mehr Content wäre auch nicht schlecht. Ich kann zwar schon fast alles bauen. Aber hier zum Beispiel gibt nur ein Gebäude, hier gibt es halt vier. Ternen kann man sich ein paar bauen. Radar könnte ich bauen. Also so nach 3 Tagen wird es dann leicht langweilig. Die ersten 2 Tage waren auch okay. Da hat man immer noch neue Sachen entdeckt und so was alles. Und Grabgrube ist voll. Die reißen wir dann mal ab. Irgendwas ist eindeutig falsch gelaufen. Okay. Sind infiziert. Na toll. Man rennt hier nur mit Werkzeugproblemen rum, obwohl ich hier 2 Werkzeugläden habe, aber das Metall hier, was man braucht für den Werkzeugladen, das ist echt ein begrenzender Faktor. Es wäre schon cool, wenn man eine Metallmine hätte oder so, wo man das mal rausholen könnte. Aber man musste nämlich von so einem Haufen hier sammeln. So ein Plasterhaufen hier, das ist mein letzter Metallhaufen, den ich überhaupt noch habe. Also so nach 3 Tagen bin ich fast durch. Ich habe auch keine Speer, die jetzt irgendwie so viel Angriffswert haben. Die haben ja hier so eine Feuerkraft, Verteidigung, Plündern, Forschung und so. Und wenn ich den angreifen will, sieht man unten, ich habe 5 Angriffswert und der hat 6 Verteidigungswert. Den kann ich gar nicht angreifen. Also entweder kommt irgendwann hier 5 gegen 5, bringt auch nichts, weil dann verliert er nichts von seinen 8 Hitpoints. Also entweder da kommen denn noch irgendwann bessere Speer, die ich denn kriege, oder das ist nicht vorgesehen, dass man das macht und da durchkommt. Weiß ich nicht. Jetzt zum Beispiel würde ich durchkommen, der hat bloß 4 Verteidigung. Der macht mir zwar auch Schaden, wenn ich... Geht ja rundenbasiert hier auf dieser Weltkarte. Wenn ich dann eine Runde mache, dann füge ich ihm einen Schaden zu. Ich denke mal, ich schicke die Tussi erstmal nach Hause heilen. Ich meine, ich habe auch schon einen Haufen aufgedeckt hier, ne, wenn man sich dazu anguckt. Kann man denn alles noch abfarmen und je nachdem, wie viele Totenköpfe sind, umso gefährlicher ist die Aktion da, ne? Kann man denn seine Leute auch verlieren? Ganzen Rohstoffe kann man dann absammeln. Oder eben seine Leute verlieren. Hier gibt es zwar Metall, aber ist auch sehr gefährlich. Also man kann seine Leute dann hier verlieren. Wenn die da hinschickst, dann gibt es 2 Explosionen und dann bist du los. Aber sonst für 20 Euro ist das okay. Für mehr hätte ich das jetzt absolut nicht empfohlen, aber für 20 Euro ist das okay. Jetzt schon den 3. Tag von der Pike auf, habe auch den leichtesten Modus genommen, weil ich ja erstmal reinfinden wollte, aber es ist schon teilweise ganz schön hart. Also ich war schon bei, weiß ich hier, 30 Kolonisten glaube ich, weil mir alle gestorben sind wegen irgendwelche Infektionen und weiß ich was alles. Gibt ja so eine Naturereignisse. Zum Beispiel radioaktiver Regen und dann sehen die Felder so aus und können nichts mehr produzieren. Das hat es jetzt ein Bug, jetzt produzieren die Felder wieder was, weil der radioaktive Regen schon längst vorbei ist. Radioaktiver Niederschlag kommt, ja na toll. Dann habe ich hier in 2 Tagen die nächste Katastrophe und verrecken wieder ein paar Leute.
Und mit Werkzeug kommst du nicht hinterher. Die arbeiten denn noch nicht so effektiv, wenn sie kein Werkzeug haben. Glücklich waren meine Leute auch noch nie. So richtig. Naja. Die hat sich wieder erholt. Gut. Was ich nicht verstehe, wenn man hier aufklickt, dann hat er 2 Verteidigung und 8 Feuerkraft. Wenn ich sie anklicke und auf ihn aufgehe, dann hat er 8 Feuerkraft und 5 Verteidigung. Also viel mehr als sie kann. Ganz komisch. Entweder auch ein Bug oder irgendwas, was ich nicht verstehe. Angriff! Angriff. Umjauen. Medizinzeug. Brauche ich gerade nicht so dringend. Werkzeug wäre schon wichtiger. Aber dafür braucht man Metall und Metall habe ich nicht. Noch ein paar Überlebende aufnehmen. Können wir das hier auch gleich wieder ernten? Wir kriegen ja gleich wieder so eine Pest. Hat 4 Angriffskraft. Gegen 6 brauche ich den noch nicht schicken. Und hier genauso. 5 gegen 5. Bringt das überhaupt was? Dann können wir mal probieren. Ich habe sonst so kaum noch was zu verlieren. Nehmen wir das hier oben auch mal wieder in Betrieb. Und 25 Kolonisten sind obdachlos. Bauen wir ein paar Notunterkünfte. Kosten keinen. Kein Metall. Lassen zwar bloß 6 rein, aber besser als nichts, ne? Bietet keinen Schutz gegen Strahlung. Gut, dann könnte ich das eigentlich auch lassen. Dann haben sie wenigstens Platz, sich auszuruhen. Tag 68.
positive. Die vermehren sich jetzt auch schon wie die Karnickel. Die Kolonisten. Ich habe ein paar Häuser, die bequemer sind, und wenn die darin wohnen, dann vermehren sie sich. 17 sind nur noch obdachlos. Hau ihn weg! Hier. Du probierst da mal reinzugehen. Das hat ja gut geklappt. 8 Schrauben rausgeholt. Nur noch 11 Kolonisten obdachlos. Oh, das Wohnhaus, das geht bloß noch ein Metall. Fünf sind obdachlos. Lagerstätte Zement aufgebraucht. Das heißt, da gibt es wohl nichts mehr. Hier hätten wir noch was. Da gibt es wohl auch noch was. Fertiggestellt Notunterkunft. Ihr habt noch zu tun, ne? 16 von 68, okay. Tumult im Lager. Irgendjemand schreit in seinem Zelt. Ach so, provisorische Leiter, na klar. Ihr Zufriedenheit. Also richtig glücklich sind sie auch noch nicht. Und gleich kommt wieder der radioaktive Niederschlag. Müssen wir vorbereitet sein, schon mal die Sani-Station bereit machen. Gut. Sind bereit. Meine Kolonie heißt Pingustan.
Apus TV, moin. Mr. ACLS, nee, zurzeit nicht. Zurzeit auf dem RP-Server bin ich nur der Farmer. Darauf habe ich jetzt die letzten Tage keinen Bock gehabt, also zocke ich was anderes. Habe ich mir das Spiel hier mal gekauft. Aber jetzt so nach dem dritten Tag habe ich auch schon fast alles durch. Und werde am Metallmangel scheitern. Abzusehen. Wassermangel. Eieiei. Auch noch Wassermangel. Müssen wir noch Wasser bauen. Können wir denn hier noch ein Brunnen hinbauen? Ja, war bei mir genauso. Ich hatte den Server gefunden, aber da gab es dann halt keine Stellen. War die Werkstatt dann halt gut besetzt und brauchten keine Leute. Naja. War ich ein bisschen farmen, ein bisschen Geld verdienen für Führerschein und so. So kann man seine Leute verheizen. Das war da ein Mensch. Ihr habt denn Forschung. Ja, aber ganz ehrlich, Dirty war noch nie so mein Projekt. Also da hatte ich bisher nie wirklich Bock drauf zu spielen. Ich habe da ein paar Streams gesehen und nee, lass mal gut sein. Hat seine Berechtigung, irgendwo müssen die anderen Leute ja auch spielen, aber nee, für mich ist das nix. Fünf gegen fünf, mal probieren. Okay. Könnte sogar klappen. Nächste Runde denn. Wohnhaus ist fertig. Ich hatte mich ja auch mal auf State V beworben und bin da ein paar Tage rumgelaufen, aber nee, das muss auch nicht sein. Wenn du umgekachelt wirst, weil beim Farmen störst und so. Und das meiste RP nur Preisabsprachen sind. Ah, das kommt immer drauf an. Also Project 5 war ja bis zur Hälfte seiner Laufzeit relativ gut und in Ordnung. Dann haben sie halt ein paar mächtige, komische Entscheidungen getroffen, die vielen Leuten den Spielspaß genommen haben, ne? Also ich sag mal so, das
Ja. Was hätte ich dir sagen können? Wie gesagt, ich wurde da immer fast übergefahren, weil ich halt im Weg stand beim Farmen, also. Und wenn das RP nur noch aus Preisabsprache, was gibt's mir für meine Produkte, besteht, dann ja, kann man dazu Economic Roleplay sagen, aber ist doch nicht so meins. Ich meine, die Leute, die sich da wohlfühlen, für jeden Kram gibt oder für jedes Projekt gibt es eine Zielgruppe, ne? Wer denn auf nur Farming steht und kann das denn gerne tun, ne? Aber sollte sich denn nicht wirklich RP-Server schimpfen, ne? Wenn wirklich bloß noch die Preisverhandlungen das ganze RP sind. Für die Produkte. Und immer nur darum geht, um Geld, um Produkte und wieder Geld, um Produkte und ich gebe dir das, du kriegst das. Bin da, glaube ich, auch eine Woche rumgelaufen auf State 5. Und ich will das ja nicht verurteilen, das ist ja gut besucht, ne? Also sind viele Leute unterwegs, die mögen das wohl. Genau. Ein Landwirtschaftssimulator-Server und da den Teamspeak rein. Das ist dasselbe. Ist nicht so meins. Wie gesagt, aber es gibt welche, die mögen das und gibt auch welche, die mögen die Server, wo dann halt das nicht ganz so ernst genommen wird mit dem RP und können sie ja, also muss es ja auch geben, ne? Ich weiß noch damals auf Project 5, ich hab der Mumpfbox schon immer Kohle gegeben, dass sie Essen verteilen soll und so. Weil ich nicht mehr wusste, wohin mit meiner Kohle. Da habe ich zu der Sandy schon immer gesagt, hier hast du $6,000 oder so, verteile ein bisschen Essen umsonst. Ja, kann man noch mal vorbeischauen. So, gegen KW kann ich nur noch nichts sagen, da habe ich jetzt noch nicht so mega viel Schlechtes gehört. Da bin ich dann vorsichtig, wenn ich selber noch keine Erfahrungen darüber habe, dann sage ich da erstmal gar nichts zu. Kann man sich vielleicht angucken, aber bevor ich mich da ewig auf eine Warteliste setze mit Bewerbungen und so, gucke ich mir erst noch ein paar andere Server an, ne? Wie gesagt, ich bin ja momentan whitelisted auf Dreamstate. Das ist auch ein Server, der auf Old V basiert. Schauen wir mal. Ich werde, denke ich mal, die Woche oder vielleicht Wochenende da nochmal hingucken, wie es aussieht. Ob denn vielleicht schon Jobs wieder frei sind in der Werkstatt. Also ruft das. Farmen habe ich nicht wirklich Bock und da am Stadtpark rumstehen und Leute voll quatschen mit irgendwelchen Dünnschiss habe ich auch nicht wirklich Bock. Naja, dann kannst du dir ja angucken, wenn du eine Whitelist, wenn du einen Einreisepass hast. Kannst du dir halt ja angucken. Und deine Erfahrungen berichten.
Ach doch, das gibt immer welche. Gibt immer welche, die stehen am Stadtpark rum und machen ihr Kreis-RP. Das habe ich damals in der Alpha von Project 5 mal gemacht. Ein paar Tage, klar. Aber keine Ahnung, das reizt mich nicht mehr wirklich. Sieht denn irgendwie auch so gezwungen aus? Du stehst da verzweifelt und wartest oder suchst dir immer verzweifelt Leute, mit denen du quatschen kannst. Angriff! Gleich kommt bestimmt dieser radioaktive Nieblerschlag. Radioactive. Lagerstätte ist leer. Aber da ist ja noch was. Boom, weggehauen. Da gibt Forschung. Wenn dich das interessiert, musst mal schauen. Ich habe hier einen YouTube-Channel, da habe ich auch eine Playlist gemacht, Dreamstate. Wenn ich dann schaust dir das erste Video einfach mal an, da habe ich schon die meisten Funktionen und so erklärt, was da auf Dreamstate alles so möglich ist und so. Und jetzt natürlich nicht irgendwelche Fraktionssachen oder so. Trinkwassermangel. Oh. Die sind bestimmt leer, ja. Wasserbrunnen fertiggestellt. Gut. Haben sie was zu trinken wieder. Also ich bin da ja schon ein paar Tage rumgelaufen auf Green State und habe da halt mit dem Taxifahrer zu Anfang gequatscht. Und der hat mir schon ein paar Sachen so erzählt, was so geht, und dann habe ich ein bisschen Pizzajob gemacht. Dann hat er mir erzählt, da kannst du, wenn du ein Auto hast, halt hier in Farmroute. Dann habe ich mir schon ein bisschen Kohle rangefarmt für einen Führerschein. Da musst du ja auch eine Fahrschule machen. Aber wenn Charlie kein Mechaniker werden kann, dann wird er wahrscheinlich da nicht lange bleiben. Jeder hat so seine Präferenz. Wenn man Cop werden will und kann kein Cop werden, dann überlegt man sich das ja auch. Das denn vielleicht das richtige Projekt ist. Man kann das ein bisschen beobachten und ab und zu mal vielleicht noch mal reinschauen. Sklavenhändler. Ein großer, besorgniserregender Konvoi mit gut bewaffneten Banditen nähert sich dem Tor. Eine Reihe von Handlangern, eine kleine Gruppe Gefangener aus den Lastern. Der Banditenführer richtet sich an dich. Hey, du hinter dem Tor, schieb deinen Hintern hier rüber. Ich habe eine neue Ladung mit willigen Arbeitern, die gern bei dir mitmachen wollen. Was auch immer du da drin treibst, natürlich für einen angemessenen Preis. 10 Kleidung für einen Kolonisten. Der Anführer scheint deine Antwort wohl eher enttäuschend zu verärgern. Du sitzt wohl gern auf einem hohen Ross. Du hättest das eigene von diesen kümmerlichen Seelen retten können, weißt du? Man kann nie wissen, was andere Eigentümer mit denen anstellen werden.
Jupp, alles klar. Mach's gut, Mappus. Erklärt er mit einem fiesen Grinsen. Vielleicht fügen wir bei unserem Besuch in dieser Gegend einigen von deinen Leuten unser Angebot hinzu, droht der Anführer, während sie wieder in die Fahrzeuge klettern und davon rasen. 25 Zufriedenheit runter. Okay. Habt ihr Angst? Wir haben doch hier so ein prima Tor, wo keiner durchkommt. Bäckerei ist fertiggestellt. Die Mühle braucht noch. Schon wieder dieser radioaktive Regen. Nuklearabfall aufgebraucht. Können wir ja jetzt den nächsten Abfall, der hier irgendwo in der Kolonie rumliegt, einsammeln lassen. Das hier zum Beispiel. Gut. Besser als nix, nehmen wir. 20. Du kommst mal besser zurück, wo du tot bist. Du haust die noch schnell um. Schon wieder ein bisschen Forschung. Ein Holz und ein Mais. Ein Holz viermal, zwei Mais und vier Essen. Eisen das mal ab. Anstatt die verstrahlten sich hier mal ins Medic Center begeben. Hm?
18 Kolonisten sind verstrahlt. Was ist das für Musik? Weg damit. Alle verstrahlt. Wieder ein Spezialist einsatzbereit. Oh, ein Hitpoint. Den muss ich aber gleich zurückholen. Sonst verreckt der mir noch. Zwei Kolonisten sind jetzt erwachsen. Bringt das überhaupt was? 400 brauche ich. Der baut schon. Dafür brauche ich Korn, dafür brauche ich Mehl. Das Weizen baue ich gerade an. Dauert alles noch. Jemand wartet am Tor. Fasern gegen Medikamente, Oreo-Tabletten. Aber keine Fasern. Ich habe keine Fasern.
Der wird doch gleich sterben. Sterben alle an Strahlung, ey. Kannst du nichts gegen tun. Da haben wir Metall. Du kommst am besten mal zurück. Bist du gleich tot. Rose. 70, du kannst da noch einmal reinlaufen. 498, natürlich, ich brauche. Wie viel? 300 oder 500? 400. Arena. Hau mal durch die Forschung. Wo kann ich eine Arena bauen? Hier. Ein Riesengerät. Richtig schnell geht das hier mit dem Essen produzieren aber auch nicht. Ach, eigentlich, dass das mehr bringt, schneller geht bei der Kantine. Da noch andere Rezepte. Angriff. Wartet, bis die Katastrophe zu Ende ist. Das ist sie doch gerade. Kannst du neu bauen, die Felder. Verrecken die hier alle? Schon 12 gestorben, 13. 14. Eine Epidemie. Metall. Du hast doch wohl ein Ding zu rennen. Und Zement kann ich auch nicht entbehren. Wehren gegen Teile. Teile habe ich auch nicht. Hat er nicht, hat er nicht.
Noch einer abgekratzt, ey. Heilt euch doch mal. Verreckt hier nicht alle. Kippt der nächste um, hier direkt vor meiner Tür. Da bauen wir auch Weizen an. Spezialisten einsatzbereit. Was haben wir hier? Hier Forschung. Bringt gar nicht. Der ist mit mal stärker. Mensch, du verreckt doch nicht alle hier. Metall ist auch wie braucht. Jetzt ist so und so verkackt. Ich habe kein Metall mehr. Hängt schon wieder einer und backt rum. So kannst du das Spiel ja nicht gewinnen. Wir nehmen den Bugs immer noch mit so was zu kämpfen hast. Das Kind wird als nächstes sterben. Hey, Buddy! Steht hoch! Die ganzen schönen Jacken. Tot. Überall Tote. Die ganze Siedlung liegt voller Toter. Brauchen wir noch eine Grabgrube. Spezialist einsatzbereit. Willst du da machen, ne?
kannst du nichts machen. Fünf gegen sechs. Jetzt kommt sie mal durch, okay. Ferdun, ja. Du siehst ja, ich hatte über 100 Leute, ne? Die sind in Massen gestorben. Siehst ja, wie was hier an Toten rumliegt, ey. Geht doch gar nicht. Ist nur am Hin- und Herrudern. Alles voller Toter, alles überall Skulls. Da liegen welche. Ach, vor allem, kick mal, du hast ja immer noch den Bug, hätte ich die Felder nicht neu gesetzt. Dann würden die immer noch stehen auf Warte bis Katastrophe zu Ende, obwohl die Katastrophe ja schon zu Ende ist, ne? Das ist ganz komisch. Also da haben sie sich einen neuen Bug reingepatcht. Da gab es ja jetzt gestern oder so ein Update, glaube ich, oder heute. Rönnisnan haben eine Bitte an mich. Ein Erntefest. Ja, hier. Ihr könnt ja feiern, aber ohne Essen. Naja, und irgendwie diese Nebelschwaden, die gehen auch nicht mehr weg. Also. Und was noch das Schlimmste ist, was ich persönlich das Allerschlimmste finde. Wo war denn das jetzt hier? Ach, der ist bestimmt schon gestorben. Diese Leute, die irgendwo festhängen bleiben, das haben sie auch noch nicht hingekriegt. Also ich hatte hier, ich glaube hier irgendwo, war ein Schrotthaufen und da ist dann auch einer gegen irgendwas Unsichtbares gelaufen. Die ganze Zeit, bis er denn tot war und so. Dass die immer hängen bleiben und sterben, ja, das ist echt nervig. Du hast schon mit genug mit den Ereignissen zu tun, ne? Und dann hängen sich die Leute da noch auf und sterben, weil sie überarbeitet sind oder was auch immer. Das ist nervig, ja, ja. Aber so, für die 20 Euro ist das schon ein cooles Spiel, ne? Also, da kann man jetzt nicht sagen, dass das irgendwie schlecht ist oder so. Ist schon in Ordnung für den Preis. Ist halt schade, dass das noch nicht vollständig ohne Fehler entwickelt ist, aber ansonsten ist das in Ordnung. Wenn sie da mal ein bisschen weiter dran programmiert haben, kann man das vielleicht sogar noch mal spielen irgendwann. Wo habt ihr denn jetzt hier noch zum Arbeiten? 0 von 2. 2 von 2, okay. Ressourcen sind unterwegs. Warte auf Arbeiter. Produktion begonnen. Na, wenigstens die produzieren jetzt Werkzeug. Eine halbe Kolonie ist ja hier ohne Werkzeug unterwegs. Ich habe ständig kein Werkzeug. Die sollen erstmal die ganzen Toten wegsammeln. Naja, ich glaube schon. Also hier steht 8 von 8 Bewohner. Ob die jetzt genutzt wird, das weiß ich nicht. Tut nichts, hat Spaß. Genießt die Unterhaltung, okay. Ja, zumindest haben sie denn ein Dach über dem Kopf, ne? Ich habe ja schon 2 Schulen gebaut.
Kann sein, dass das auch noch verbuggt ist und nicht funktioniert. Tut nichts. Hat Spaß, tut nichts. Die sind bestimmt gerade alle auf einer Demo. Das ist Charlie, der Zweite. Mein erster Charlie ist schon gestorben. Sieht immer noch verstrahlt aus, aber die bauen schon an. Nehme ich hier mal noch einen raus und da auch noch mal einen raus. Dann haben wir schon wieder 5 Leute. Der Nebel hält ewig, ja. Und bevor der Patch war, ist der Nebel weggegangen, ne? Dieser übers Land ziehende und das hier, das ist dann weggegangen. Sobald der Event hier aufgehört hat, ist das weggegangen und das Feld sah wieder völlig normal aus. Ich glaube, da haben sie sich einen Bug reingebaut beim Patchen. Habe ich so das Gefühl. Zwei gegen 6. Ah, hier. Angriff. Nichts passiert. Boom. Umgehauen. Was? Hier ist schon wieder ein Banditenversteck. Ich habe doch gerade einen Banditen weggehauen. Ja, verstehe ich so und so nicht, wenn du hier so die anklickst, die hat hier einen Feuerkraft, ne? Und wenn du dann hier rauf gehst, dann ist es mit mal 2. Wenn du hier rüber hältst, dann hat der Verteidigung 3. Und wenn du hier rüber hältst, dann hat er mit mal 4. Also das verstehe ich auch noch nicht, wie das alles funktioniert. Ich habe einfach mal aus blauen Dunst hier probiert. Haben wir denn noch zu forschen? 400 brauche ich, okay. Produktion habe ich alles, Nahrung habe ich alles. Wirklich bloß noch die 400 und die 500 und dann habe ich alles erforscht. Bin ja fast durch denn in dem Sinne. Die Arena ist fertig. Die guten Mehlwürmer. Hier ist schon Weizen drin, cool. Ja, danke. Und liest sich. Willkommen. Okay.
So. Dass sie die ganzen Toten hier auch gesammelt haben. Viel schlimmer, ich brauche Werkzeug. Dickes Geschäft. Ich habe keine Fasern, ich habe keinen Zement, ich habe keine Kartoffeln. Ich habe keine Fische, ich habe kein Metall. Sonst noch, was kann die machen? Ressourcen sind unterwegs, das baut auch. Oh, ist da was? Ich werde nur an meinem zweiten PC ein bisschen rumschrauben. Ich habe dann noch ein Netzteil bekommen, weil das andere Netzteil zu kurze Kabel hatte. Bin also ziemlich durch hier. Gucken, ob ich noch sehe, ob jemand das Spiel spielt. Surviving the Aftermath. Okay. Scheint jemand zu spielen. Und natürlich Prime-Werbung erstmal. Ach, ist ein Video. Och, nö. Ältere Videos. Das streamt wohl gar keiner, wa? Nicht der einzigste. Ich bin der einzigste Deutsche, der das streamt. Och nö. Ja gut. Dann sage ich trotzdem danke fürs Zuschauen, Leute. Ich werde nochmal speichern hier. Vielleicht spiele ich das nochmal weiter, wer weiß. Letzter Spielstand. Dann sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich bastel noch ein bisschen am PC. Wer mir noch nicht auf Twitter folgt, kann das gerne tun. Da, Twitter. Ich habe auch einen Discord. Da seht ihr dann auch, ob ich online gehe oder nicht. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Winke, winke. Goodbye.